Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem 79. Video. Heute geht es bei den zwei endigen Adjektiven um die Stämme auf Dentale, Stämme auf Nü und Stämme auf Epsilon Sigma. Und zwar habe ich daraus gesucht einmal Apollis, Apollis, Apolli, heimatlos oder Eulpis, Eulpis, Eulpi, hoffnungsvoll. Und das geht nach der Deklination, genau, nach der Deklination Stimme auf Dentale wie Elpis, Elpidos, Elpidi, Elpida, die Hoffnung, und dann Elpides, Elpidon, Elpisi und Elpidas. Deshalb habe ich das nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, ich weiß sowieso nicht, ob die Grammatiken heutzutage, die Schulgrammatiken so tief da reingehen, dann müsste eigentlich jeder sich informieren, ob da eventuell bei ihm diese entsprechenden Adjektive stehen. Ansonsten würde ich das einfach so zur Kenntnis nehmen und sagen, aha, so geht das und schön, dass ich das mal gehört habe und wir machen weiter. Etwas wichtiger ist schon Eudaimon, 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 glücklich. Da muss ich auch mal gucken. Das sind die Stämme auf Nü. Habe ich eben Y gesagt? Nee, Stämme auf Nü. Ne? Der Genitiv heißt Eudaimonos, der Dativ Eudaimoni und dann der Akkusativ Eudaimona und Eudaimon. Und das steht aber, glaube ich, in fast allen Grammatiken drin. Eudaimones, Eudaimona, dann Eudaimonon, Eudaimosi und Eudaimonas und Eudaimona. Okay, das findet man, glaube ich, in jeder Grammatik. Und als letztes Beispiel, das findet man auch in ganz vielen Grammatiken, Stämmen auf ES, Eugenes, 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 dann habe ich Eugenus, Eugenei und so weiter und so weiter. Ja, das sind die, damit habe ich, glaube ich, die Adjektive mit zwei Endungen abgeschlossen. Wie gesagt, ich sage nochmal zum Schluss, in den heutigen Grammatiken findet ja man meistens nicht nach Stämmen oder nach Anzahl der Endungen, also maskulin, feminin, neutrum, drei Endungen, drei verschiedene. Jetzt haben wir hier zweier Endungen, maskulinum und femininum, eine Endung und neutrum zwei, und dann die einendigen sind sowieso extrem selten, sondern die werden ja dann immer bei den entsprechenden Deklinationen gleich mit dazu geschrieben. Kann man sehen, wie man will. Ist auch egal, ich gebe das ja sowieso nur zur Information. Ja, das war schon alles mit meinem 79. Video. Dann sehen und hören wir uns hoffentlich wieder bei den Adjektiven mit einer Endung. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin.